Gibt es eigentlich irgendetwas, das man mit seinem Geld machen kann, das schlimmer ist, als es der Post in den Rachen zu schieben? Ja, gut, Drogen kaufen, Leute dafür bezahlen, die Cinnamon Challenge zu machen oder einen anzuzünden und dann ein Hochhaus runterzutreten. Aber irgendwie die Grenze zwischen diesen vier Sachen ist relativ fließend. Arrow Video in Amerika hat aber gesagt, Challenge a fucking accepted und hat sich bemüht, im wahrscheinlich Wissen, dass die Teile auch international verschickt werden, die stabilste und massivste Reanimator-Box auf diesem Planeten zu machen. Heißt natürlich noch lange nicht, dass die Post nicht ebenfalls Bemühungen ihrerseits angestellt hat, das Teil trotzdem zumindest noch ansatzweise so zu ruinieren, dass man als Sammler keine Freude mehr damit haben kann, aber irgendwie auch nicht so sehr, dass man sich an einen Umtausch wagt, weil man sich irgendwie denkt, na so schön krieg ich's wahrscheinlich nicht mehr. Arrow Video hat mittlerweile übrigens, wisst ihr das, die komplette Reanimator-Trilogie veröffentlicht. Begonnen hat das Ganze noch damals zu DVD-Zeiten, als sie Beyond Reanimator in dieser Fantastic Factory-Edition veröffentlicht haben. Dann kam in England einfach ein Schuber Digipack-Release von Bride of Reanimator, hier übrigens nicht ganz so massiv, hatte ich scheinbar Glück. Und jetzt, interessanterweise war Bride damals, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, entweder eh international oder vielleicht sogar exklusiv bei Amazon, in UK, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, der erste Teil ist jetzt exklusiv in Amerika erschienen von Arrow Video und deswegen musste ich mir den dann natürlich auch aus Amerika holen, obwohl man echt sagen muss, also wirklich bemüht, dass diese Teile im Regal nebeneinander gut aussehen, haben sie sich nicht, aber sie tun es irgendwie trotzdem, jetzt einmal mit der Ausnahme, dass der eine Schuber etwas höher ist und etwas massiver ist, aber es ist wirklich eigentlich ganz fein. Egal, schauen wir auf das Frontcover, das hier eben auch ein bisschen im Stil von der klassischen Reanimator Credit-Sequenz gehalten ist, mit Dr. Herbert West, mit einigen anderen Figuren aus dem Film, die quasi in seinem Gehirn herumspuken. Finde ich eigentlich ziemlich kreativ und clever gemacht, ist zwar auch ein etwas einfacheres Design, aber eines, das mir ganz gut gefällt, hier hinten dafür, die von Arrow gewohnte gähnende Langeweile mit den Informationen zum Film bzw. dem Inhalt von den beiden Discs. So gibt es natürlich neben der Unrated-Version auch die komplette Integralfassung, angeblich zum allerersten Mal überhaupt in Amerika. Dann warten auf uns drinnen wieder zwei Teile. Wir haben natürlich einerseits das Digipack mit dem Film. Auch hier Motive, die quasi zum Design vom Frontcover passen, finde ich ja richtig geil, wie das Ganze hier außen aussieht mit diesen Zeichnungen. Drinnen wird es dann grünlich, was auch sehr gut zum Film passt und hier ein wunderschönes durchgehendes Artwork hat auf den Discs, zwar zwei Motive, die schon außen auf dem Digipack verwendet wurden, aber das stört mich hier nicht. Ein quasi Lebensbaum der Credits, ich weiß es nicht. Und in einer kleinen Tasche drinnen einerseits ein paar Aushangfotos, auch interessant ausgewählte Motive hier. Und das klassische Cover, das zum Beispiel auch für das deutsche Mediabook verwendet wurde, auf dem Booklettel. Wie die Post das geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Drinnen dann einige interessante Sachen, wie der Text, der relativ interessant und ausführlich ist, einige Bilder, sieht eigentlich wirklich cool gemacht aus. Kann man sich echt nicht beschweren über dieses Ding. Und interessanterweise ist der Transfer offensichtlich identisch mit dem, den wir hierzulande von Cape Light bekommen haben, weil eben auch TLE Films die Restauration übernommen hat und Thorsten Kaiser sogar hier eben die Informationen rund um den Release selber sagt. Das finde ich irgendwie spannend. Weil Arrow ja wirklich dafür bekannt ist, dass sie nur das Beste nehmen und das ist cool. Gefällt mir echt gut, das Digipack drinnen dann außerdem noch ein etwas andersformatiges Booklettal.
wo diesmal ein Comic drinnen ist. Death is just the beginning. Ein Original-Reanimator-Comic-Heft. Aus mehreren Teilen. Finde ich, ist eine echt geile, geile Beigabe zu dieser Limited Edition. Echt geil. Echt lustig. Ja, da zeigt Arrow wieder mal, dass sie sich Gedanken machen bei ihren Goodies und Beigaben. Und ich freue mich, dass ich mir dieses Teil aus Amerika geholt habe, weil einerseits muss natürlich die Arrow-Videosammlung komplett bleiben und andererseits ist das ein wirklich, wirklich schönes Teil.